so denkt man, kein Problem sein, wenn Deutschland internationale Fachkräfte will. Ist es aber, sagt der Karriereberater Chris Piak, der auch Fadi Shanan geholfen hat, doch noch einen Arbeitsplatz in Deutschland zu finden. Nur 5% der deutschen Unternehmen schreiben ihre Stellen auf Englisch aus, so der Fachmann. Symptomatisch für die hiesige Willkommenskultur, sagt er. Es herrscht halt immer noch die Vorstellung, wir sind der Nabel der Welt und die ganze Welt will zu uns kommen. Und das ist schon lange nicht mehr so. Jeder, mit dem ich zu tun habe, interessiert sich logischerweise für Deutschland, deswegen kommen sie ja zu mir, aber eben als eine von vielen Optionen. Die würden genauso in die Niederlande gehen, die würden genauso nach Frankreich gehen, die würden genauso nach Singapur gehen. Und wenn das alles für sie gleichwertig ist, gehen sie dann hin und lernen auf gut Glück Deutsch, Holländisch und Chinesisch? Nein, sie warten, bis sie einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Und dann fangen sie an, die Regionalsprache zu lernen.